damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords bzw. Bezirks Lords. Wahrscheinlich demnächst irgendwann oder vielleicht auch diese beiden hier. Wir werden es nicht so schnell erfahren. Vielleicht auch doch, ich weiß nicht, was hat der für ein Schwert? Geil. Das will ich haben, obwohl ich Magier bin. Wir sind hier in der Ruine auf der Nebelinsel angelangt und haben diese netten Herren Hector, wie in der einen Szene aus Troja, und Cameron Diaz getroffen, die Zirze bezirzen. Ja. Und ich habe kein gutes Gefühl, das ist bestimmt irgendein Gestaltwandler oder Schatten oder so, oder Dämon der Wollust. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geschädigt von Dragon Age. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall sollten wir meiner Meinung nach vorsichtig sein. Aber wir haben ja zum Glück die Macht der F5 und F9-Taste auf unserer Seite. Und können somit es einfach mal versuchen, die beiden zu töten, wie Zirze es wollte. Und schauen, was passiert. Und wenn wir nur die Nacht und ihr Herz gewinnen, hat es sich doch schon gelohnt. Wir haben ja, wie gesagt, auch einen Lehrauftrag, den es zu erfüllen gilt. Also, liebe Kinder, die ihr das gerade im Unterricht schaut, für die hochwertigen emotionalen Komponenten dieses Let's Plays, passt gut auf. Und schreibt mit, das wird alles abgefragt später. Zirze will, dass ich dich töte. Wenn du denkst, dass ich dir das abkaufe, dann vergiss es. Sie hat mir zugesagt, dass sie mich heiraten wird. Warum sollte sie mich dann wohl töten wollen? Also pass bloß auf, was du da von dir gibst. Weil sie mich heiraten wird, wenn du verstehst. Und jetzt gibt's was aufs Maul. Glaub ja nicht, dass du mich schaffst. Zieh deine Waffe. Ich hab dich schon beim Armdrücken besiegt, du. Naja. Was muss ich dir das eigentlich erklären? Ey, wow, es greift ja auch noch an. Mist. Okay, erstmal ganz kurz heilen. Ja, immer schön in den Rücken, wie ein echter Krieger. Du bist... Oh, wo kommt das Skelett her? Stirb, Ratte! Und Cameron Diaz auch, ich hasse deine Filme. Alter, nimm das Schwert von dem mit. Nimm das Schwert von ihm mit. Liegt es hier vielleicht irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Schade. Schade, Marmelade. Stehtisch. Aha. Fürs Armdrücken natürlich. Deine Verehrer schweigen für immer. Gut gemacht. Darum ist es nun an der Zeit für eure Belohnung. Heute Nacht kostet ihr von den Vorzügen, die eine Frau euch bieten kann. Schließt und entspannt euch. Vergesst all eure Sorgen. Wie könnte ich euch nur vergessen? Oh, das war traumhaft. Ihr wisst wahrlich, was eine Frau begehrt. Wie, das war's? Schweigen von eurer Ausdauer. Ich hoffe, es hat euch ebenso Freude bereitet wie mir. Die Frage ist, ist es immer noch Nacht oder schon wieder? Ja, ganz klasse. Ich zieh mich da mal wieder an. Moment, ich dachte, wir machen nun eine Pause. Was, so spät schon? Ich muss dann auch los. Moment, ich dachte, wir machen nur eine Pause. Ihr seid ja unersättlich. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Doch der Meister duldet keinen Aufschub. Meister? Ach ja, spart euch die Mühe, eure Kleider anzulegen. Da, wo ihr jetzt hingeht, braucht ihr sie nicht mehr. Lebt wohl, mein Krieger. Oh, so ein Zufall. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Oh Mensch, boah, da lade ich ja gleich mal lieber. Oder? Ach nee, komm. Wenn wir schon im Kampf sind, kann man den auch noch vollends zu Ende bringen. Und dann laden wir gleich, weil ich will die beiden ja nicht umbringen. Xora Ruhl. Da hast du mich aber erwischt. Mensch, das ist aber eine Überraschung. Da hätte ich ja niemals mit gerechnet. Hat aber Spaß gemacht. Pff.
Pfade ins Jenseits. Aha. Ist also auch Bestandteil der Quest, aber scheint sich ansonsten nichts geändert zu haben. Dann versuchen wir einfach mal einen Weg zu finden, die beiden irgendwie zu retten. Der Worte sind genug gewechselt. Was bestimmt nicht funktionieren wird. Hector scheint dich nicht zu mögen. Das sieht ihm ähnlich. Der ist nämlich ganz neidisch auf meine Braut. Aber wundert mich nicht, dass sie ihn abgelehnt hat. Mit der Visage wird er noch lange suchen müssen. Circe will dich tot sehen. Mich? Niemals. Sie will eine Familie mit mir gründen. Dann hänge ich meinen Dienst an den Nagel und werde gemeinsam mit ihr alt. Du musst dich also verhört haben. Können wir die nicht irgendwie... Circe will, dass ich dich töte. Wenn du denkst, dass ich dir das abkaufe, dann vergiss es. Sie hat mir zugesagt, dass sie mich heiraten wird. Warum sollte sie mich dann wohl töten wollen? Also pass bloß auf, was du da von dir gibst. Wir müssen die irgendwie da weglocken. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Aha. Hector sagt, du hättest versprochen, ihn zu heiraten. Ein Scharlatan, wie er im Buche steht. Wenn ihr mit ihm fertig seid, werde ich seine Zunge rausschneiden. Ich bin diese Lügen leid. Dias behauptet, du willst mit ihm eine Familie gründen. Und ihr fallt darauf herein? Ich hoffe, ich muss nicht an eurem Tatendrang zweifeln. Bringt es zu Ende. Ich glaube dir kein Wort. Dein Auftrag war es, beide zu töten, nicht meine Absichten zu hinterfragen. Ihr Menschen seid doch alle gleich, schwach und verkümmert. Jetzt bezahlst du den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Oh, da habe ich aber Angst. Mensch, boah, diese Überraschung. Oh, bitte nicht nochmal. Oh nein, bitte nicht Dias und Hector, Alter. Ist ja gut. Verpiss dich. Mann, ich wollte mich gerade noch heilen, direkt nach der Schockwelle, aber die anderen Zauber haben ja auch einen kurzen Cooldown dann. So, weg mit dem. Und denen helfen wir auch noch. Bewusstlos, gut. Steh halt nicht im Weg rum. Sehr gut, Patty. Wenn der gerade noch bewusstlos ist, können wir da eventuell... Jawohl, komm. Wenn schon, denn schon. Ein Gold, das hat sich total gelohnt. Ich glaube, ich sollte die doch umbringen. So, Junge, komm, steh auf. War wohl nichts mit der Familie, hä? Deine Familienplanung hat sich in Luft aufgelöst. Mann, was war das denn bitte? Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn du mir nicht geholfen hättest. Ich war kurz davor mit ihr. Also du weißt schon. Schon gut. Wir wachen alle mal neben der Falschen auf. Trotzdem. Danke dir. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst das haben. Also, das wäre ja schon... Boah, also da würde ich mir... Da würde ich die Freunde auf jeden Fall nicht fragen, was in der Nacht noch alles passiert ist. Spätestens, wenn das Wort Tequila fällt, ist alles aus. Was wirst du jetzt tun? Ich muss mich erst einmal ausruhen. Die Geschichte sitzt mir ganz schön in den Knochen. So einen Höllenritt macht man schließlich nicht alle Tage mit. Außerdem haben Hector und ich noch einiges zu besprechen. Gute Kameraden vergeben einander. Das war's dann wohl mit der Heirat. Ich fühle mich so befreit. So eine Trennung wirkt manchmal Wunder. Mann, hör auf zu scherzen. Das Biest wollte mich töten. Ohne deine Hilfe, da wäre ich sicher draufgegangen. Hier, das ist das Mindeste, was ich dir dafür geben kann. Hoffentlich hatte sie eine Lebensversicherung und einen Ehevertrag. Einen gescheiten, für Hector zumindest. Wenigstens muss er keine Alimente mehr zahlen.
Haben wir da hinten jetzt eigentlich noch irgendetwas? Und dann machen wir einfach mal eine kleine Reise ins Zauberland. Und auch nicht. Ich dachte, wir könnten jetzt einen auf Chihiro machen, aber... Will wohl... Moment, ich glaube, mein Nachbar Totoro hat irgendwas zu melden. Ist die Musik schon wieder zu laut aufgedreht oder was ist hier los? Oh, immer diese Deutschen, Alter. Elende Kartoffeln. Wo ist das Skelett hin? Ach, da. Oh, und eine Heldenkrone, die mittlerweile eine Schädelblüte ist. Aber was hat hier so komisch gesch... Das hat sich angehört wie irgendein Gorilla oder sowas. Eine Aschebestie zur Not. Oh Gott, hoffentlich treffen wir niemals wieder eine Aschebestie. Da sollten wir, glaube ich, nicht runterfallen. Das wäre bestimmt von Vorteil. Waren das die Skelette oder... Was anderes kann es ja nicht gewesen sein. Hier ist ja sonst niemand. Dann gucken wir uns doch ganz kurz... Vielleicht war es ja auch hier nur so ein Stück Stoff oder so. Es hat sich aber nicht so angehört. Die Ratte vielleicht. Da! Wir finden dich schon noch. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Skelette... Warum haben die Cameron und Hector noch nicht eingegriffen? Vielleicht haben sie ja auf den Befehl von Circe oder Xora Ruhl oder wieder wie sie es hieß gewartet. Kommen wir nicht runter. Aber wir kommen vielleicht dort rüber. Vorsicht! Hä? Hier muss auch irgendwo ein Weg sein. Ach, da! Ja, gut. Ja, dann, Patty, ich eile zur Hilfe. Halte durch, ich rette dich. Und zwar den Skeletten. Lass mich mal ganz kurz dahin, vielen Dank. Und dann schauen wir uns hier noch um. Das hat sich ja total gelohnt. Ach, da geht's weiter, okay. Ist sogar sehr gut. Gehst du bitte aus dem Weg, Weib. Danke. Hopp. Und wir wissen immer noch nicht, was er so geschnauft hat. Ich würde mal sagen, es ist irgend so ein Seelenfresser oder so. Oder dieser Golem, der aber ganz schön weit weg ist. Oh, und eine Spinne. Die war's. Es ist der da, der da am Eingang steht, oder der da, der dir den Kopf verdreht. Es ist der da, der mit der Jägerwurzel an. Nein, es ist der da, der die Truhe öffnen kann. Hurra, der gestauft hat. Seelenfänger, 30 bis 60, mächtige Voodoo-Rituale machen den Knochen unzerbrechlich. Schön. Sehr, sehr schön. Das ist total toll. Und hier kann man noch... Man kann leider nicht erkennen, ob es sich lohnt, darüber zu springen. Nein. Hier kann man noch ganz tolle Jump-and-Run-Einlagen machen. Aber ich glaube, wir werden uns dann erst einmal... Da ist ja noch ein Golem. Wo kommt der her? Von diesem Teil der Insel verziehen. Wir haben ja schließlich noch anderes zu tun. Ah, ist ja gut.
Lass mich in Ruhe. Bevor wir die Ruine aber verlassen und damit unsere beiden neuen Freunde, ist es mir ein Anliegen. Ohohoho. Hier muss doch noch irgendwo was sein. Das ist so eine riesige Ruine. Es kann doch nicht sein, dass man da nichts findet. Aber da unten waren wir. Ja, da gut, das sind Wasserechsen. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr. Och Mann! Du Vollidiot! Ich wollte eigentlich hier. Da kann ich wahrscheinlich nicht hochlaufen. Nein. Ich wollte eigentlich hier rüber eventuell. Aber ich bin mir. Ist da überhaupt irgendwas? Ein Runenstein. Naja. Naja. So, dann verabschieden wir uns von den beiden und machen uns auf in den Osten der Insel? Südosten? Das heißt, wir müssen... ich weiß echt nicht, wo... Wir können... Na komm, was soll's. Wir gehen einfach mal hier weiter. Noch ein bisschen weiter runter vielleicht. Ja, doch, ich glaube, das wird noch interessant. Vielleicht findet sich ja doch noch irgendwas. Wenn wir nicht an den Klippen uns entlang hangeln müssten, sondern quasi direkt in die ehemalige Burg reingehen können. Nur grüne Farbe. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre hier wirklich nichts von Wert. Boah, ein Silberteller. Geil. Da habe ich schon überall gesucht. Und es bieten sich wirklich so viele Möglichkeiten, hier ein bisschen rumzuspringen. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob sich das lohnt. Weil bisher haben so Schätze ja eher auf sich warten lassen. Wie die Zürze zum Beispiel. Und andere Personen ihres Geschlechts manchmal. Eine Knochensäge. Schädelbecher. Ist aber leider kein legendärer Gegenstand. Siehst du, hier sind zwar ein paar Items und so, aber irgendwie... Oh, oh Mann, nicht schon wieder. Ohne Schaden, Alter. Alter, der Typ, ey. Ne? Das ist echt ein Held. Warum trifft er denn nicht? Immun! Immun! Oh nein. Dann machen wir es eben so. Dann braten wir ihm eben eine über. Oder ihn selbst gegebenenfalls auch. Geht's hier in die Höhle rein? Nein. Die unsichtbare Wand versperrt uns höflich den Weg, indem sie sagt, fick dich! Du kommst ja nicht rein. Auch hier können wir nicht hochklettern. Hier ist also wirklich nichts. Und die Karte sagt auch, wir sind quasi
am Ende angelangt. Und hier unten, waren wir da unten? Wahrscheinlich nicht. Doch, da waren wir. Hier ist die Treppe. Okay. Dann suchen wir mal die anderen Bestandteile des Rätsels, welches uns der eine Geist Balthasar, der Magier, genannt hat. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Von dieser verabschiede ich mich und wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann!